Und damit wieder mal ein Hallöchen in die Runde. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mich auf der Reise durch Dead Space 3 begleiten willst. Wir haben in der letzten Folge wieder mal ein paar ziemliche Cliffhanger hinter uns gebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes. War eine coole Action. Wir jagen gerade dem Danik hinterher. Der hat ja den Codex uns abgejagt. Und der Codex ist ja quasi der Schlüssel, um die Maschine abzuschalten, die Marke im Zaum hält. Schrägstrich den Mond. So ganz wissen wir immer noch nicht, was da jetzt abgeht. Vielleicht werden wir es in dieser Folge rausfinden. Von daher schauen wir einfach mal rein. Genau, wir haben den Suchrobot abgelegt und da sollen wir rein. Und da sollten wir, genau, da sollten wir rein. Da sehe ich gerade, haben wir noch eine Kiste vergessen. Ah. Naja, gut. Ein kleines Medikit, aber was soll's. Nehmen wir mit. Wir verkämpfen. Wir kämpfen momentan verstärkt gegen menschliche Gegner. Und hier ist die nächste Cliffhanger-Partie. Okay. Ah, wir sollen E drücken. Okay. Wo ist denn der Rest? Alle tot. Isaac Clark hat den Rest erschossen. Dann fordert Verstärkung an! Aber wie sollen sie uns erreichen? Wir können die Lüftungssysteme von hier aus öffnen. Mach deinen Weg frei für die Landungsschiffe. Sofort! Alright. Alright. Isaac, alles in Ordnung? Carver, er ist hier. Er will zur Maschine. Kommen Sie an ihn ran? Ich versuch's. Finden Sie einen Weg in die Stadt. Ich hoffe, wir treffen uns unterwegs. Na, so ein Döschen brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. So, hier haben wir den Strom also dann wieder angeschalten und dadurch kommen wir jetzt durch die Tür da durch. Wir gehen nochmal schnell zur Bank. Wir haben ja wieder ein paar Rahmen und sonstige Dinge abgegeben. Die können wir natürlich dann jetzt direkt mal einlagern. Den Scuff-Rahmen, den würde ich mir gerne auch ehrlich gesagt gleich nochmal angucken. So, wir nehmen nochmal ein paar Medikits mit. Ansonsten denke ich, sind wir good to go. Das sieht soweit erstmal fein aus. Dann gucken wir uns jetzt mal noch den Rahmen an. CAF. Obere Platinen haben die jeweils nur einen und untere Platinen auch jeweils nur einen. Das ist natürlich Mooks. Ja, also die Elite-Rahmen sind immer noch die besten Rahmen, die wir kriegen können. Na denn, gehen wir da mal rein. Wir haben gerade irgendein Alien-Artefakt eingesammelt. Weiß ich nicht, inwiefern das für uns wichtig ist.
So, persönliches Log Dr. Earl Serrano. Die Schädeldecke dieser Spezies enthält 6 Löcher. Die wird zu einer Resonanzkammer führen, die unserer Nasenhöhle ähnelt. Wenn Luft durch die Löcher gepustet wird, passieren sie eine phonische Membran, die dann vibriert und das Geräusch produziert. Durch das Öffnen und Schließen der verschiedenen Membranen entstehen Noten. Dies deckt sich mit einer Schrift, die in viele der von uns freigelegten Strukturen eingemeißelt ist. Es ist weniger eine geschriebene Sprache als mehr ein Ausspracheschlüssel. Es scheint in dieser Sprache 6 grundlegende Buchstaben oder Noten zu geben. Simpel, so viel steht fest. Aber durch die Kombination der Noten werden neue Bedeutungen mitgeteilt. Punkt. Es gibt daher einen Vermerk, wie lange jede Note gehalten werden muss. Es ist allerdings höchst unwahrscheinlich, dass die Spezies eine Ausspracheanleitung für ihre eigene Sprache brauchte. Es scheint also realistisch, dass dies später vermerkt wurde, als ob sie wussten, dass sie nicht mehr lange zu leben hatten und demjenigen, der ihre Welt entdeckt, etwas sehr Wichtiges mitteilen wollten. Dieser Vermerk wurde uns hinterlassen, damit sie aus ihren Gräbern mit uns sprechen können. Gut, dann weiter im Text. Energiestörung. Der missgestaltete Mond im Orbit, er steuert die Marker. Er ist das Endstadium der Kreaturen, oder könnte es werden. Die Bewohner dieses Planeten konstruierten eine Maschine, die den Mond in der Entstehung festfror. Aber das reichte nicht. Auch halbfertig kommuniziert das Signal des Mondes mit den Markern zu Hause. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt inmitten aller Sterne ein Netzwerk aus Geschwistermonden. Jeder Vervollständigte vernetzt sich damit und macht sie auf sich aufmerksam. Vervollständigt sich dieser, kommen seine Brüder auf der Suche nach Nahrung. Aber es gibt Hoffnung. Die Konfiguration der Maschine wurde nie beendet. Sie sollte den Mond nicht einfrieren, sie sollte ihn zerstören. Sie brauchen den Kodex. Als Schlüssel die Maschine zu entsperren und zu rekonfigurieren. Folgen Sie meiner Spur ins Herz der Maschine und beenden Sie diesen Albtraum. Carver, haben Sie das gehört? Die Maschine kann den Mond zerstören. Sie muss nur richtig konfiguriert werden. Was ist mit Danik? Es reicht nicht, Danik nur aufzuhalten. Wir müssen uns den Kodex zurückholen. Mit ihm können wir die Maschine rekonfigurieren. Aber Serrano hat den Durchgang mit Alien-Hieroglyphen versiegelt. Ich sehe mich mal um, ob wir sie umgehen können. Okay, damit haben wir das. Das zählt doch auch was, oder? Zählt wofür? Ich weiß auch nicht. Alles Schlechte, was ich getan habe. Hören Sie auf damit, Carver. Sie sind ein guter Mensch. Ich habe mich von meinem Sohn entfremdet. Meine Familie ruiniert.
Isaac, ich habe Santos getötet. Macht ein guter Mensch sowas? Gute Menschen meinen es gut. Wir machen nur nicht immer alles gut. Ja. Hey. Tut mir echt leid wegen dir. Mir auch. Mir auch. Wir lang! Schaff das Geräusch zur Seite! Hey, da ist Danny. Es ist noch nicht zu spät. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und jetzt holen wir uns den Codex. Alright, dann gehen wir halt hier lang. War ja klar gewesen. Danny, Sie müssen damit aufhören. Isaac, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danny, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, schätze ich. Er ist lebendig, Danny. Er ist hungrig und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik? Hören Sie mich! Danik! Hören Sie mich! Arschloch! Ach, das ist eine Sprengladung oder irgendwas, die wir wahrscheinlich jetzt gleich an der einen Tür benutzen müssen. Vermute ich mal. Wir könnten hier noch einen Sucherbot ansetzen. Jo, Sprengladung. Okay, cool. Ich find's echt nice, dass sie auch selbst zum Ende hin hier nochmal quasi neue Mechanik mit reinsetzen. Reingebracht haben. Das gefällt mir einfach super. Das ist Cover. Okay. Nehmen wir nochmal ein Unitology-Artefakt. Tägliche Gedanken von Jacob Danik. Wie jede gute spirituelle Reise hat auch diese Exkursion meinen Glauben permanent in Frage gestellt und meine Entschlossenheit auf die Probe gestellt. Aber durch sorgfältige Beobachtung der Fakten glaube ich nun zu wissen, was auf diesem Planeten wirklich passiert ist und warum unsere Rasse die Konvergenz nicht erfüllen konnte. Die Bewohner von Tau Volantis haben, wie auch wir es getan haben, die Marker manipuliert und sie vom Plan der Natur abgewichen. Ach nee, und sind vom Plan der Natur abgewichen. Der relativen Vollständigkeit des Mondes im Orbit nachzuurteilen, waren sie dem Erreichen der finalen, immerwährenden Herrlichkeit zum Greifen nah. Nun sehen wir uns ihrer Prüfung gegenüber. Werden auch wir die ewige Herrlichkeit nicht erreichen, weil wir nur wenige Zentimeter vor der letzten Phase aufgehalten wurden? Werden auch wir der Angst unterliegen und den letzten Schritt nicht wagen? Glaube braucht Mut, meine Freunde. Lasst uns heute diejenigen sein, die die Furcht ablegen und die Zukunft annehmen, die die Marker uns versprachen. Naja, der Typ ist, und so. Ups. Ja, ich mache ja schon. Ich habe einen Plan. Ich mache ja schon.
Ach, das sollte so sein. Okay. Okay, jetzt wird es hier nochmal richtig düster. Natürlich hier nochmal einmal kurz lang. Zu den Archäologen und Soldaten. Was mit ihnen hier unten passiert ist, sind keine abschreckende Fleisch. Was hat mich zu einem solch extremen Verhalten getrieben? Zu solcher Verhaltenheit und Gewalt? Ich habe ihre Leichen im Auffangraum beschlagnahmt. Dort hoffe ich, dass sie nicht mehr unbedingt, sondern auch bezüglich des Artefakts, das sie in den Tiefen entdeckt. Okay, wir könnten hier den Aufzug nehmen. Die Frage ist, wofür sollten wir den Aufzug nehmen? Wir sollen ja hier lang, also gehen wir hier auch lang. Vielleicht ist der Aufzug später für gedacht für die anderen Dinge. Sollen wir denn hier in die Schwerelosigkeit? Fragezeichen. Ah, alles klar. Thank you.
oder nicht? Müssen wir wirklich hier hoch? Medikit nehmen wir in jedem Fall mit auf, ne? Alright, wir haben in jedem Fall ordentlich viel Zeug eingesammelt, wieder mal. Und ein Superbot ist zurückgekommen, cool. Bei Schaden plus einen Clip. Das können wir ja hier mal schon mal ein bisschen optimieren dann. Was haben wir denn jetzt hier momentan drin? Plus zwei Clip, plus minus eins nachladen. Ja, das ist okay. Das ist in Ordnung. So. Die Alien-Verbindung aktivieren. Hier oben geht es wahrscheinlich nicht weiter. Nee, erstmal nicht. Haben sie enorm geil gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Wenn die wirklich so groß waren, war das sicherlich krass. Aber glaube ich nicht. Das sind sicher nur Statuen. Öffnet, eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen sind und
Sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen Sie hierher zurückkehren, um die letzte Phase einzuleiten. Mhm. Okay. Alles hier ist die Maschine. Heilige Scheiße. Sie sind der Schrauber. Wie kriegen wir das hin? Wir halten uns an Serranos Hinweise und rekonfigurieren die Maschine. Ich habe gerade eine Verbindung zum Herzen der Stadt geöffnet. Wenn es ein Kontrollzentrum für den Codex gibt, dann da. Wir treffen uns dort. Mhm. Okay. Na gut. Dann weiter. Jetzt werden wir wahrscheinlich da drüben gleich reinspringen und dann rüber schweben. Irgendwie so. Vater. Die Großen sind mittlerweile knackig, aber durch den Raketenwerfer schaffen wir das ganz gut. So, und nun? Das haben sie mal mega genial gemacht. Okay, hier ist ein neues Zeichen. Sogar gleich beim ersten Mal getroffen. Cool. So, hier könnten wir noch wieder einen Sucherbot ablegen. Ich glaube, das werden wir jetzt auch mal tun. Nicht alles vernachlässigen hier.
Okay, brauchen wir Medipads, Medikits? Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Die können wir liegen lassen. Erstmal. Wir wissen ja dann, wo wir noch welche finden. Falls notwendig. Hey Carver! Ich wette, mit diesem super aufgeladenen Effekt können wir die Nekromaus-Gliedmaßen per TK abhacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt! Danke für den Tipp! Geil. Vollkommen overpowered, aber geil. Alright, dann weiter im Text. Säurebad. Da hinten liegt noch irgendwas und ein Elektroschockmodul. Okay. Gut, liebe Leute. Wir machen für heute Feierabend. Wir beenden die Folge. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz lieben Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn wir es uns beim nächsten Mal sehen. Und wenn ihr wollt, auch gerne mal online. Quasi Mittwoch, Freitag, Samstag. Immer auf Twitch. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Lasst es euch gut gehen und bis dahin. Tschüsschen.